It's Anya time. Hallihallo, willkommen zum dritten Tag China 4.0-Book. China Infusion, was können wir von China lernen? Das ist das Thema, dem wir uns hier widmen wollen. Man muss das Ganze ja verstehen wie so eine erste Annäherung an das große Thema China, mit dem sich andere ja schon Jahrzehnte beschäftigen und wir in der Form erstmal relativ frisch. Aber wir haben uns umgehört, ihr könnt überall, könnt ihr Videos von uns schauen, Interviews mit Leuten und vielleicht kommen auch noch später Interviews dazu. Wir haben viel eingesammelt und vor allen Dingen haben wir auch viel über Kooperationen gesprochen, weil wir natürlich auch mit vielen Deutschen gesprochen haben, die nach China gegangen sind, um dort Business zu betreiben oder um was zu lernen oder ja, in allen Varianten. Damit sind wir bei dem zentralen Stichwort, wenn wir über China sprechen. Das ist das Stichwort Globalisierung. Wir lesen und sehen das verstärkt in den Medien, dass China eine neue Seidenstraße aufbaut. Im Englischen Belt and Road Initiative genannt. Und es geht im Grunde darum, über Vernetzung, sich mit den Nachbarländern und dann bis zum Atlantik, bis zu, in Deutschland zum Duisburger Hafen, sich vorzuarbeiten und dort Verbindungen herzustellen, sodass die Güter in die eine Richtung genauso wie in die andere Richtung fließen können. Am späten Abend besteigt Herr Jiang die chinesische Lok vom Typ Harmonie zum Technikcheck. Der lange Weg nach Deutschland ist wie ein Staffellauf. Lokführer Jiang ist der erste von vielen Fahrern, die die Container in 12 Tagen nach Duisburg bringen. Es wäre schön, wenn ich bis zum Ende fahren könnte, aber das ist kaum machbar. Dafür dauert es dann doch zu lange und die Strecke ist zu weit. Die Megastadt Chongqing ist so groß wie Österreich, hat aber mehr Einwohner, über 30 Millionen. Viele Hightech-Unternehmen sind hier. Weltweit kommt jedes dritte Notebook aus Chongqing. Der taiwanesische Laptop-Hersteller Quanta ist der größte der Welt. Er setzt die Geräte im Auftrag vieler bekannter Computerfirmen zusammen. Bis zu 10% verschickt Manager Samuel Low schon auf der Schiene, Tendenz steigend. Die Zugcontainer haben ein Heizsystem, damit die Notebooks unterwegs bei bis zu minus 40 Grad in Russland keinen Schaden nehmen. Für die Firma ist der Zug dennoch attraktiv. Da ist vor allem der Zeitfaktor. Es dauert etwa 30 Tage auf dem Meer, 3 bis 5 Tage mit dem Flugzeug. Luftfracht ist aber teuer. Die Seefracht ist zwar günstig, aber der Zug braucht nur 12 Tage und der Preisunterschied zur Seefracht ist nicht so groß. Der Güterbahnhof von Chongqing. 35 chinesische Städte sind mittlerweile durch Züge mit Europa verbunden. Es könnte alles noch schneller gehen, doch zwischen China und Europa liegen die russischen Breitspurschienen. Deshalb müssen die Container unterwegs noch 2-mal auf andere Züge umgeladen werden. Hier arbeiten sie daran, die Fahrzeit weiter zu verkürzen. Die verschiedenen Schienenabstände sind kurzfristig nicht zu ändern. Also müssen wir gucken, ob wir beim B- und Entladen, bei der Zollabfertigung oder beim Umladen der Container auf die anderen Züge noch mehr Zeit gewinnen können. Neben Laptops und anderen IT-Produkten rollen auch Textilien oder Autoteile in Zügen nach Europa. Nach China kommen Autos, Luxusartikel, Möbel oder Milchpulver. Die Produktvielfalt in beide Richtungen wird immer größer. Spediteur Wang will in Duisburg ein Warenlager aufbauen, denn bislang geht nur etwa die Hälfte der Container beladen wieder nach China zurück. Wir können die Logistikkosten senken, wenn genügend Züge in beide Richtungen fahren. Deshalb bemühen wir uns auch in Chongqing, noch mehr Züge mit Importen aus Europa zu bekommen. 43 Container verlassen die Stadt in dieser Nacht Richtung Deutschland. Über GPS können die Kunden ihre Ware verfolgen. Lokführer Jiang war noch nie im Ausland. Deutschland stellt er sich sehr schön vor. Er hofft, dass er es eines Tages besuchen kann. Dann fährt der Zug ab Richtung Duisburg oder wie es hier heißt, nach Duisibao. Und das macht China auf eine sehr interessante Art und Weise, indem sie selber dort Infrastrukturprojekte initiieren, finanzieren und so Arbeitskräfte dort schaffen, also Arbeitsplätze schaffen, damit Arbeitskräfte wiederum
Geld haben, das sie wiederum investieren können. Und so geht das dann immer weiter. Und es ist so der Gedanke des nachhaltigen Wachstums, dass, wenn es allen Beteiligten gut geht, insgesamt auch den Chinesen es gut geht. Und dann sind wir wieder, wenn wir uns erinnern an das erste Video, an diesen zentralen Punkten der Langfristigkeit, des langfristigen Denkens, weil solche Infrastrukturprojekte, die ja sehr viele Investitionen erstmal dürfen, rechnen sich natürlich kurzfristig nicht, sondern nur auf die lange Sicht. So, wir haben euch ja einiges hier im Wiki eingefügt zum Thema Globalisierung, Kooperation, Vernetzung und die Sicht Chinas darauf, wie sie weniger imperialistisch versuchen, Menschen und Länder auszubeuten für die eigenen Zwecke, sondern über Kooperation, über Vernetzung versuchen, ein integralen, nachhaltigen, wachsenden Staat aufzubauen. Aber gar nicht so sehr, es geht nicht darum, dass China sich jetzt bis nach Europa ausdehnen will, sondern es geht darum, dass es natürlich auch den Chinesen gut geht, und das ist das Denken, dass es halt, wenn es den einen gut geht, den anderen auch gut gehen kann. Es ist also weniger dieses Kolonialistische, was wir so kennen aus den westlichen Demokratien oder in der Zwischenzeit Demokratien aus den westlichen Ländern, die ja immer wieder in andere Länder eingefallen sind, um diese auszubeuten für den eigenen Lebensstil, sondern auch, das ist genauso in Afrika, die Unterstützung der Länder. Natürlich wollen sie auch dort Rohstoffe gewinnen, aber im Gegenzug tragen sie tatsächlich dazu bei, über massive Investitionsströme, dass dieser Kontinent endlich aufblüht und weniger in Abhängigkeit gerät, wie wir das im Westen immer gehandhabt haben. Das ist dann interessant, das läuft dann unter dem Stichwort Soft Power auch, indem sie bestimmte Narrative setzen, indem sie über Science Fiction, ähnlich wie das früher Hollywood hier oder bis heute ja versucht, die Hollywood-Filme einen bestimmten Lebensstil auch zu kommunizieren in die Welt nach draußen, so versucht es auch China über ihre Soft Power Modell. Und was interessant ist, das hatten wir auch in dem ersten Teil, dass die Chinesen viel eher bereit sind, Risiken zu gehen. Das ist so eine Sichtweise, dass sie weniger die Projekte selber als risikohaft betrachten, sondern den Risikofaktor, das war ein ganz interessanter Satz, den hier der Premier da beim World Economic Forum genannt hat, dass die Risiken, die kommen immer von den Menschen, die daran beteiligt sind an diesen Projekten, weil die manchmal zu kurzfristig denken, nicht so sehr die Projekte. Das heißt, wenn man es schafft, irgendwie die Menschen darauf einzustellen, dass sie in längeren Zügen denken, dann kann auch irgendwann wieder Gewinn quasi sich das rechnen, solch ein größeres Projekt. Und wenn wir jetzt überlegen, was können wir hier in Europa von China lernen, dann fällt als erstes auf, und das können wir eigentlich kaum in der Form nachholen, dass China, ähnlich wie Afrika auch, halt diese ganze PC, dieses alte PC-Ding, mehr oder weniger übersprungen hat und gleich zum Mobile Phone gesprungen ist und dadurch halt wesentlich agiler schon von der Struktur her ist, von der gesamten Durchdringung der Bevölkerung. Und wir haben ja hier Wang Cheng gehört, dass 70% der Menschen haben einfach ein Smartphone oder ist ansonsten halt über die Familie und seine sozialen Kontakte angebunden. Es sind ja auch andere soziale Gebilde als bei uns, also weniger individualistisch, mehr kollektivistisch organisiert. Und insofern spielt das Digitale, ist dort nicht mehr was Fremdes, sondern es ist Teil der Kultur, weil es halt tagtäglich gelebt wird. Das ist also eine Barriere, die wir hier im Denken noch haben. Und zum anderen haben wir eine zweite Barriere, das sind die unterschiedlichen Systeme. Wir haben also hier das mehr oder weniger amerikanische System adaptiert und in China gibt es ja ein komplett eigenes Ökosystem. Und die Kommunikation zwischen diesen Systemen stellt sich sehr schwierig dar und ich denke, da wird auch noch viel geschehen müssen, um die Kommunikation da zu vereinfachen. Was ich jetzt so, seitdem ich WeChat auch selber auf dem Smartphone habe, feststelle und seitdem ich mich dann auch immer mehr in diesen chinesischen Kreisen hier auch in Berlin bewege und mal schaue, was hier so passiert und feststelle, wie schnell das da in WeChat-Gruppen dann mündet irgendwie. Also es ist eine natürliche Fortsetzung eines Präsenzmeetings, dass man dann einen WeChat-Kanal hat und darüber dann die weitere Kommunikation stattfindet, da gleich so ein Community-Building geschieht. Es könnte sein, dass WeChat vielleicht so der Anker ist, der hier dann auf den Smartphones aufpoppt und auch von uns Westlern genutzt wird, einfach um so einen Kommunikationskanal herzustellen. Auch wenn wir nicht alle WeChat-Funktionen haben, die die Chinesen haben. Und dann sind wir bei dem Stichwort Kooperation. Also wir haben ja hier auch mit Christian Decker gesprochen von der WTSH und sein Interview mit Wang Chen der WTSH in Hangzhou. Da bekommt man ja ein Gefühl dafür, wie sowas dann funktionieren kann.
Oder auch mit Hannes Schlee, der vom China-Zentrum Bayern hat auch regelmäßig Reisen dorthin anbietet, beziehungsweise als Anlaufstelle für chinesische Kooperationspartner auch fungiert. Dann sehen wir auch, wenn wir uns dann so mit China-Experten und Expertinnen unterhalten, dass schon das BMBF seit vielen, vielen Jahren unterstützt diesen Austausch von deutschen Studierenden, deutschen Universitäten mit chinesischen. Also da herrscht schon ein reger Austausch seit Jahrzehnten. Gleichwohl, irgendwie ist es dann doch überraschend, wie wenig das so Eingang gefunden hat bislang in diese digitale Kultur. Das liegt wahrscheinlich auch wieder an diesem analogen Elfenbeinturm-Universität, der dann das auch nicht schafft, irgendwie dann wirklich in die Gesellschaft hinaus irgendwelche Impulse zu geben, zumindest nicht in der Popkultur, in der zivilgesellschaftlichen Ebene. Aber gut, trotzdem, das ist ja gut, dass es diese ganzen Kontakte gibt, dass es auch diese China-Experten gibt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, unter diesem neuen Seidenstrass, was bedeutet das? Wo macht sich das bemerkbar für uns, auch jetzt in Deutschland? Auf Duisburg haben wir eben schon hingewiesen, dass die Chinesen da den Hafen maßgeblich mit unterstützen. Andererseits, wenn ich mir, wie gesagt, irgendwie hier diese digitale Szene anschaue, dann stelle ich fest, dass es auf WeChat jede Menge Gruppen gibt. Auch auf Meetup gibt es jede Menge Gruppen, wo sich Deutsche und Chinesen treffen. Das sind manchmal die Unternehmer, die Entrepreneure, das sind die Maker, das sind die Automotive-Interessierten. Das sind sehr unterschiedliche Kontexte. Wir waren selber beim Motion Lab hier in Berlin. Da war ein Austausch zwischen Shenzhen und Berlin. Dort haben die sich Menschen aus Shenzhen vorgestellt, wie sie dort ihr eigenes Business aufgebaut haben, wie die Stadt gewachsen ist. Und jetzt haben sie auch in Berlin, in diesem Motion Lab, gibt es auch eine Dependance, eine deutsche Dependance von Seed. Das ist so ein Inkubator, Finanzier, Venture-Kapitalgeber und Plattform für so Make-up-Produkte. Und so sieht man, wie das so nach und nach miteinander verwächst, aber nicht auf so einem Metaplan. Da brauchen wir auch keine Verschwörungstheorie. Das ist nicht von oben geplant, sondern das entsteht, weil die Leute irgendwie sich bewegen und Interesse aneinander haben und da auch ähnliche Sphären dann miteinander ins Gespräch kommen. Und der Maker in Shenzhen unterscheidet sich nur unwesentlich von dem Maker in Berlin. So, und so sehen wir also ganz viele. Den Konfuzius-Institut, klar, das ist irgendwie vergleichbar zum Goethe-Institut bei uns. Die sitzen auch überall, die Konfuzius-Institute, in unterschiedlichen Städten in Europa, überall auf der Welt. Dann haben wir, was mich persönlich wirklich fasziniert auf eine Art, ist TechCode. Auch die irgendwie bieten hier in Berlin regelmäßig fast wöchentliche Meetups an und die verstehen sich so als die Welt der Startups, also auch ein Inkubator, und versuchen, Andockstellen zu schaffen und Vernetzungen herzustellen zum Thema künstliche Intelligenz, zum Thema Smart Shopping und so weiter. Also so moderne Themen, die wir hier in Deutschland noch eher, wo wir doch so eher so Nachholbedarf haben, bringen die hier rein, und aber auch offen eigentlich. Es ist wirklich ein offener Austausch und es ist interessant. Ja, und dann haben wir ja gesehen hier, 25 Jahre Beijing, Berlin, Partnerstadt, Städtepartnerschaft. Also es passiert viel auf allen möglichen Ebenen. Ich sehe das ähnlich, dass wir da eigentlich weniger Angst haben sollten, sondern offen sein sollten für diese Kooperationsform, weil es wirklich interessant ist, wie sie draufschauen. Wir haben noch einen Artikel hier, einen LinkedIn-Beitrag von Hermann Simon verlinkt, ist ja nun einer der Marketing-Gurus weltweit. Er macht sich da auch Gedanken über die Direktinvestition, ob das uns in irgendeiner Weise ängstigen sollte, und er meint auch, das ist völlig normal und das bewegt sich eigentlich noch unter dem Level, was wir eigentlich durchaus auch als positiv sehen könnten. Also insofern, ja, alles in allem, chinesisch-europäische Kooperation, es könnten noch mehr werden und es sollten vielleicht auch mehr werden. Ich glaube, wir können sehr viel von China lernen. Die vielleicht auch ein bisschen von uns, weiß aber gar nicht so genau was, zumindest nicht im Hinblick auf Digitalisierung. Ja, das mein kleiner Rahmen hier zu dem Themenfeld Kooperation. Lasst uns diskutieren, lasst uns weiterdenken und lasst uns das weiter beobachten. Wie gesagt, das ist ein Aufschlag hier, mehr nicht, und schauen wir, was daraus wird. Bis dahin, bye bye, ciao.